Herzlich willkommen zur PK vor dem Spiel am Sonntag gegen den VfB Stuttgart. Auf vielfachen Wunsch von eurer Seite haben wir jetzt auch noch einen Spieler mit dabei, mit dem Jan, der die Premiere hat und die erste PK dann mitmachen darf. Vorab aber noch zwei Infos von meiner Seite. Das Spiel der U19 gegen Freiburg, was am Sonntag geplant war, ist jetzt vorverlegt worden aufgrund der Nominierung vom Florian Kastenmeier in die U18-Nationalmannschaft. Deswegen müssen die schon morgen spielen und deswegen fällt das Spiel der U17 gegen Fürth, das morgen geplant war, aus. Dann die Info, dass 2000 Leute schon, also 2000 Augsburger schon eine Karte gekauft haben für das Spiel am Sonntag. Deswegen wird die Fanunterstützung auch wieder gut sein. Es gibt aber an der Tageskasse auf jeden Fall noch Stehplätze und auch noch Sitzplätze. Sollte keinen abhalten, am Sonntag nach Stuttgart zu reisen. So viel von meiner Seite. Nee, das ist kein Rekord. Also, wir waren schon mal mit 4000 in Dortmund. Also. Markus, zum Sportlichen. Ja, ich will mit dem Kader beginnen. Ist ja nach einer Länderspielpause immer ganz wichtig, wer wie gesund auch zurückkommt. Aber unsere Nationalspieler sind alle gesund zurück. Hitz ist wieder da, Hong ist wieder da und auch Baba ist heute gesund wieder in München gelandet und wird heute Nachmittag wieder im Training sein. Bei Dominic Kohr ist es so, dass er gestern nicht trainieren konnte, weil er leicht krank war. Da werden wir schauen, wie es heute mit ihm aussieht. Langzeitverletzt bleiben De Jong, Phil Parker und leider Jan Moravec. Das ist klar, dass sie nicht zur Verfügung stehen. Alle anderen sind fit. Zur Situation ist auch klar, dass in 4 Wochen 6 Spiele anstehen. Ich denke, eine ganz entscheidende Phase. Wir werden die Mannschaft auch heute nochmal darauf hinweisen, wie wichtig diese Spiele sein werden, weil es die Basis sein wird für die Rückrunde. Und es ist ein Riesenunterschied, ob man mit 15 Punkten oder theoretisch mit 24 Punkten, wie es im letzten Jahr war, in die Rückrunde geht. Und da legen wir in den nächsten 6 Spielen, in den nächsten 4 Wochen, ganz enger Zeitraum, die Basis dafür. Von dem Spiel am Sonntag ist klar, die erste Situation, das erste Spiel gegen den VfB Stuttgart. Das ist eine Mannschaft, die mit uns um die unteren Plätze da kämpft. Und momentan natürlich Tabellenletzter ist, aber ich denke, es ist eine Momentaufnahme, weil sie Qualität haben, weil sie Offensivqualität haben. Natürlich haben sie auch viele Gegentore schon bekommen, aber sie sind gefährlich zu spielen, gerade wenn sie Raum haben in der Offensive. Haben sie auch schon viele Tore eben erzielt und für uns gilt es, da zu bestehen. Natürlich ist es das Ziel, mindestens einen Punkt zu holen, um da den Abstand konstant zu halten und wenn sie uns eine Möglichkeit geben, das Spiel zu gewinnen, dann wollen wir natürlich da sein. Dankeschön. Gibt es Fragen? Bitte dann ein kurzes Handzeichen, damit wir das mit dem Mikro regeln können. Herr Klein. Ja, Herr Wenzel, die Frage, die kommen muss, ist Raul Bobadilla im Kader? Und es ist mir anzunehmen, dass es sein wird. Und was waren die Gründe für Sie, zu entscheiden, dass er nicht disziplinarisch belangt wird? Ja, er wird im Kader sein. Wir haben das intern abgearbeitet. Wir haben ihn intern auch diszipliniert, was nicht heißt, dass er suspendiert ist, weil da werden wir uns ja selbst ins eigene Fleisch schaden oder selbst schaden und ins eigene Fleisch schneiden, sondern wir haben es klar besprochen, abgehakt und das in der letzten Woche schon. In dieser Woche war das kein Thema mehr. Bleibt es auch so, ungeachtet einer eventuellen strafrechtlichen Verfolgung? Wir beurteilen den Moment und es war so, wie wir es gesehen haben, haben das besprochen. Und damit ist es für uns erstmal abgehakt und konzentrieren uns auf das Sportliche. Jan, mit welchen Gefühlen fährst du nach Stuttgart? Auf der einen Seite habt ihr eine Auswärtsschwäche, die ich mal attestieren will. Auf der anderen Seite habt ihr im Frühjahr dort 4-1 gewonnen, was, glaube ich, eines der rauschendsten Auswärtsspiele von euch in dieser Bundesliga war überhaupt. Mit was für ein Gefühl fahre ich da hin? Ich denke, die Grundstimmung ist sehr positiv. Wir haben uns sehr viel Selbstvertrauen geholt in den letzten Wochen, haben uns spielerisch, taktisch alle gesteigert. Auch auswärts sehr gute Spiele gemacht, wo wir durchaus etwas hätten mitnehmen können. Deswegen gehen wir jetzt diesen Weg
einfach so weiter und sind natürlich alle sehr fokussiert und hochkonzentriert, weil wir natürlich auch gerne auswärts ein gutes Ergebnis erzielen möchten. Von daher, gewisse Anspannung ist wie vor jedem Bundesligaspiel da und was jetzt, ob man da jetzt gute oder schlechte Erinnerungen dran hat an Stuttgart, das zählt ja alles nicht, denn ich denke, die Situation ist schon auch eine besondere, denn Stuttgart steht ja aktuell mit dem Rücken zur Wand und die werden alles geben, uns alles abverlangen. Und von daher, konzentrierte Leistung und auch, müssen alles bringen, um da was mitzunehmen. Ob jetzt Auswärtsschwäche oder so, das ist egal, jedes Spiel ist neu. Ist es eine Auswärtsschwäche oder ist es eine Ergebniskrise? Ich meine, also das ist eigentlich schon das falsche Wort von mir. Ich denke, dass wir, wie gesagt, auf Schalke eine ordentliche Partie gezeigt haben, in Wolfsburg, in Leverkusen, ich weiß nicht. Also es waren alle Spiele, die hätten auch vielleicht etwas anders ausgehen können. Und klar, wir möchten effektiver werden, das ist ja ganz logisch. War jetzt für die Spieler die Länderspielpause, die hätte kein Testspiel, zieht sich sowas in die Länge oder hat man sowas mal ganz gerne, dass man mal Wochenende ohne Belastung hat? Also wir hatten schon Belastung, da hat der Trainer schon von gesorgt. Wir haben, denke ich, sehr gut gearbeitet, sehr hart gearbeitet. Also ich konnte jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie hätten die Füße hochgelegt haben oder so und zurückgelehnt haben. Wir haben eher noch mal ein bisschen mehr Gas gegeben, viel trainiert. Ich denke, das tut uns auch sehr gut und da werden wir in Zukunft von profitieren. Vom Training her, sondern vom Spiel her, ist ja doch was anderes zu reisen. Und ja genau, wie gesagt, so konnten wir am Training ein bisschen mehr machen und uns dann auch wieder auf die Regeneration konzentrieren und dass wir am nächsten Tag wieder Gas geben können. Das war, denke ich, kann von Vorteil sein. Jan, wie schätzt du denn den VfB ein? Markus hat es gesagt, Platz 18. Ist das ein Tabellenletzter der Bundesliga? Ist aktuell nur eine Momentaufnahme, ist klar, hat der Trainer auch schon gesagt. Und die Namen, die Qualität haben sie mit Sicherheit. Vorne sind sie sehr, sehr gefährlich. Ich meine, ich kann jetzt da die ganze Sturmreihe durchgehen. Das sind alles super Fußballer. Von daher, ist das auch ein sehr, sehr gefährlicher Gegner. Und wie gesagt, die haben aktuell auch gar nichts zu verlieren und werden alles geben. Und deswegen erwarte ich ein sehr schwieriges und auch ein hitziges Spiel. Als Letzter zu Hause hat man nichts zu tun. Ja, schlimmer werden kann es ja nicht. Ja. Einer, der in Stuttgart fehlen wird, ist Ibisevic. Klar, mit dem hattest du die letzten Aufeinandertreffen, waren immer ganz intensive Duelle. Schade, dass es da nicht wieder zu einem Duell zwischen euch beiden kommt. Ja, es ist jetzt so, wie es ist. Hat immer Spaß gemacht. Ist schade, ja klar. Wäre schön, wenn er gesund wäre und spielen könnte. Wie ist es als Trainer, Markus, wenn, ich sag mal, der Star beim Gegner fehlt? Ist es dann eine Konstante beim Gegner, die für dich in der Berechnung wegbricht? Oder sagst du, okay, ist gut, weil halt der Beste mal fehlt? Nein, die haben auch andere gute Spieler. Wir haben sie in den letzten Wochen beobachtet. Da waren sie auch schon ohne Ibisevic unterwegs. Und für uns gilt es einfach, die Stärken da zu kennen und aus dem Spiel zu nehmen und selbst aktiv zu sein und selbst eben auch offensive Aktionen zu haben. Und das Gesamtpaket muss stimmen, defensiv natürlich die Fehler zu vermeiden. Und da schauen wir auf uns und da sind auch wir entscheidend. Was macht den Ja, die Offensivqualität. Ich glaube, die einzelnen Spieler, wie es der Jan gerade gesagt hat, können wir durchgehen. Die haben alle Potenzial, sind alles gestandene Bundesliga-Spieler und Offensivspieler, sind bei Standards offensiv gefährlich. Sie haben definitiv hohe individuelle Qualität und wir müssen als Mannschaft da bestehen. Ich glaube, dass jeder erwartet, dass der VfB jetzt gewinnt, endlich das Heimspiel dann auch zu gewinnen. Denke ich, das erwarten die 40.000 oder wie viel dann auch da sein werden und da wollen wir dagegen ankämpfen. Und selbst natürlich auch unsere Auswärtsbilanz da aufbessern. Geht ihr dann davon aus, dass der VfB, wenn du sagst, wir müssen gewinnen, dass der VfB dann kommt, was euch ja liegen würde? Ja, es ist mit Sicherheit so, dass sie das Spiel gewinnen wollen, aber wir haben unser Vorgehensweise, haben unseren Plan und das ist unser Hauptaugenmerk, dass wir unseren Plan auch durchbringen.
Ist es für die Winterpause jetzt das Minimalziel, 24 Punkte zu erreichen wie letzte Saison, weil es ist ja auch mehr drin? Nein, nein, ich habe gesagt, dass es ein Riesenunterschied ist, ob 24 oder eben 15 theoretisch. Es gibt kein Ziel von uns. Das Ziel ist, so viele Punkte wie möglich zu holen. Und umso mehr wir jetzt vor Weihnachten holen, umso mehr oder umso leichter wird es dann in der Rückrunde, um unser Ziel zu erreichen, den Klassenerhalt. Aber ich habe von keinem Minimalziel gesprochen. Nee. Stuttgart ist die Schießbude der Liga. Beinhaltet Ihr Plan auch, einen Tick offensiver aufzustellen? Nein, wir wissen, dass sie viele Tore jetzt bekommen haben, dass sie auch viele Standardsituationen oder Standardgegentore bekommen haben. Da ist es natürlich auch dann von Vorteil, dass du aktiv bist und selbst Situationen um den gegnerischen 16er hast. Aber ich glaube, wir haben in der Vergangenheit auch auswärts, gerade in Schalke zum Beispiel, sehr mutig agiert und wir, wie gesagt, haben unseren Plan und werden den situativ immer wieder auf den Gegner dann auch abstimmen, aber in erster Linie schauen wir auf uns. Vielleicht an Jan die Frage, beim FC Augsburg wird ja immer gerne gesagt, dass ihr die Kleinen, dass ihr die Underdogs seid. Kann man davon sprechen, wenn ihr jetzt beim VfB spielt? Eigentlich ist er ein riesengroßer Verein, aber die sind Letzter, ihr seid Sechster, Siebter, glaube ich. Das ist genauso wie im März. Ja, ich denke, der FC Augsburg wird die nächsten Jahre immer noch der Underdog bleiben. Hier ist alles noch etwas kleiner. Wir haben nicht die Mittel wie andere Vereine und müssen einfach von unserem Teamgeist leben und ich denke mal, dass Stuttgart individuell die etwas bessere, höhere Qualität hat, aber wie gesagt, Fußball ist ein Mannschaftssport und wir versuchen halt immer mit dem Teamgeist zu kommen, dass alles funktioniert, dass die Automatismen stimmen und wenn das funktioniert, dann ist es, dann können wir auch erfolgreich sein. Sobald da irgendwas nicht hundertprozentig klappt, dann holen wir halt auch nichts. Aber ist der VfB nicht mehr ganz so groß und der FCA vielleicht nicht mehr ganz so klein wie noch vor 2-3 Jahren? Schwierige Frage. Also für uns, unser Selbstverständnis ist, wenn wir auswärts spielen, gerade auch bei Stuttgart, natürlich wollen wir da so gut wie möglich absteigen, aber wir werden jetzt nicht irgendwo als Favorit hinfahren. Fahren wir zum Derby? Schleswig-Holsteiner. Schon, Schwaben, oder? Ja. Ja, ich bin Niederbayer, genau. Nee, also innerhalb von Bayern sehen wir das als kein Derby. Aber es ist nicht weit zu fahren und wir wollen natürlich auch in der Nachbarschaft gut aussehen. Wir haben mit Bobadilla angefangen, vielleicht beenden wir auch Bobadilla. Jan, du bist im Mannschaftsrat. Hast du ihn oder habt ihr ihn nochmal zur Seite genommen und da auch nochmal nachgefragt oder nachgefragt, was da los war, beziehungsweise ihn zur Seite genommen? Ich denke, das sind mannschaftsinterne Sachen und dazu wurde schon alles gesagt. Aber ist es die Aufgabe des Mannschaftsrates oder wer ist es, eine Aufgabe von euch, auch jetzt unabhängig jetzt vom Verein? Was jetzt? Was sollen wir da machen? Ihn zur Seite nehmen und sagen, geht's, geht nicht? Also wir kümmern uns natürlich um jeden Einzelnen bei uns in der Mannschaft. Ist doch logisch. Wir halten zusammen und wenn es irgendwo Probleme gibt, dann wird das besprochen und geklärt. Das ist ja selbstverständlich. Gut. Sonst noch Fragen? PK ohne Frage von Armin Groh gibt es eigentlich nicht. Okay. Gut, dann herzlichen Dank und bis Sonntag in Stuttgart.